Momentan werden auf der CeBIT in Hannover die neuesten Trends im Computerbereich vorgestellt. Natürlich ist auch hier die ein oder andere Perle für uns dabei. So zum Beispiel die Webcam mit zwei Linsen von Hama. Mit ihren zwei Linsen kann man sich ganz einfach für Nahaufnahmen oder Weitwinkelbilder entscheiden und so eine natürlich anmutende Übertragung machen. Endlich ist es also möglich, die ganze Familie ohne Probleme vor der Webcam zu versammeln. Zusätzlich hat die Kamera noch 6 zuschaltbare LEDs, die immer für gute Lichtverhältnisse sorgen. Die Kamera ist in Deutschland bereits für ca. 50 Euro erhältlich. Auch Intel springt auf den Zug der billigen Laptops auf. Mit dem Atom-Prozessor kommt ein Chip, der auf gerade mal 5x5 mm alle nötigen Komponenten vereint. So kann Atom in mobilen Internet-Devices oder auch in Mobiltelefonen eingesetzt werden. Panasonic hat bereits angekündigt, Prozessoren mit einer Taktrate von 1,86 GHz zu verwenden. Oder wie wäre es mit Internet im Auto? BMW will sein Connected Drive System mit echtem Internet-Surfen verbinden. Durch das fahrzeuginterne Bediensystem iDrive kann das zentrale Display in der Armaturentafel gesteuert werden. Natürlich wäre es viel zu gefährlich während der Fahrt zu surfen. Darum schaltet das Display automatisch ab einer Geschwindigkeit von 5 Stundenkilometer ab. Um in allen von unseren über 180'000 Hotels zu übernachten, müssten Sie 493 Jahre, 1 Monat und 3 Wochen Ferien haben. Sie können natürlich auch nur eine Nacht in einem Hotel anklicken. Hotel.ch. Einfach günstiger buchen.